Hallo, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Path of Exile mit meinem Frostkugel Totem Templar, der sich hier gerade durch Akt 10 kämpft auf dem Weg zu Kitava 2, zum Endboss der Geschichte rund um die Akte, bevor wir dann auf den Atlas dürfen. Beim letzten Mal haben wir schon relativ viel geschafft und wir geben jetzt auch weiter Gas. Ich will jetzt gar nicht lange quatschen. Völlig untypisch für mich. Ich will dich hier gar nicht lange ausholen. Gerade mal gar keinen Schwank aus meinem Leben erzählen. Aber gut, okay, ich glaube, so schlimm bin ich jetzt auch wieder nicht, aber wir werden jetzt einfach mal loslegen. Und zwar müssen wir noch ein bisschen was machen, bevor wir zu Kitava dürfen. Was hatten wir? Wir haben die Reliquienkammer, da haben wir ja die Träne gefunden, die Wachhäuser, das heißt, wir haben Vilenta erledigt. Jetzt wollen wir, in weiten Kammern wollen wir noch nicht gleich rein. Ich denke mal, wir gehen als erstes Mal ins Ossuarium. Da gehen wir als erstes Mal rein. Denn im Ossuarium finden wir den Trank der Verlockung. Den nehmen wir aber nur ausnahmsweise mit, weil eigentlich wollen wir hier im Ossuarium, wollen wir uns die letzte Prüfung holen, die wir brauchen, um erneut den Lord des Labyrinths besuchen zu dürfen. So, da war ich gerade ein bisschen zu forsch, habe ich so einen Eindruck. Wo ist überhaupt mein Golem? So, hier laufen wir natürlich... So, das ist eigentlich so der Moment, wo man auch gerne ein bisschen vorsichtiger durchgehen darf, ne? Also ich sag mal, der steckt hier echt viel ein, aber auch nicht alles. So. Ich habe nur gerade das Glück, ja, und so müsst ihr das auch sehen, wenn ihr den selbst mal nachspielt, selbst feststellt, oh, bei mir läuft der gar nicht so gut. Ich kann das Spiel wohl nicht. Es ist nicht ganz richtig. Ich habe einfach natürlich jetzt mit dem ein bisschen Übung, ich habe den ja in der einen Liga komplett durchgespielt, habe dann gedacht, da machst du mal ein schönes, ausgewachsenes Let's Play davon. Mit dem, da habe ich das natürlich ein bisschen einfacher. Deswegen, ich kann ihn schon so ein bisschen aus dem FF. Gerade, ich werde ihn natürlich auch irgendwie wieder vergessen, ne, wenn ich dann die nächsten Chars dann gespielt habe. So, wobei es ist überraschend, wie schnell man wieder drin ist, wenn man den dann wieder spielt. So, ich hatte den ja auch wieder im Moment pausiert. Also von daher ist das, so, dann kommt eben noch dazu, man hat natürlich auch mittlerweile ein bisschen Erfahrung gesammelt, was ein wo erwartet. Ich stelle das immer wieder fest bei Map-Bossen. Oh, die versiegelte Truhe, die wollen wir natürlich haben. Ich stelle das immer wieder fest bei, gerade bei Map-Bossen. Ich weiß gar nicht mehr, was es als Belohnung gibt. Ich bin echt gespannt. Also ich meine, das war gar nicht so schlecht. So, oh, da hinten geht's lang. Gerade bei Endbossen stelle ich das immer wieder fest, weil man... So, und da ist die Prüfung, die wir noch machen müssen. So. Oh, na gut, dann machen wir sie mal auf. Die ist ja verschlossen. Achso, weil ich da hinten den Hebel jetzt aufmachen muss. So, ich will das kurz zu Ende erzählen, bevor ich mich wieder konzentrieren muss. So, weil ich eben bei Endbossen stelle ich das immer wieder fest. So, die Endbossen der ersten Karten habe ich in der Regel keine großen Schwierigkeiten. Also, wenn ich da schon sterben sollte, dann ist das eher mal im Moment nicht aufgepasst. Weil ich einfach mittlerweile ist man da schon so oft drin gewesen, da weiß man auch genau, was die tun. Ich habe die Karten ja auch diverse Male gefarmt und. Und wenn ich aber mal bei so einem Endboss Stufe, Kartenstufe 12, also 11, 12, 13, 14, 15 und kürzlich war ich ja in einer Stufe 16 Map, bin ja so gnadenlos verreckt, weil ich nicht wusste, was da genau wann passiert. Erste Begegnung mit dem Endboss, das ist schon, dann ist das haarig. So, hier muss man ja eigentlich nur gucken. Das ist eigentlich doll erwischt. Das Schöne eben an diesem Totem-Templer ist allerdings, dass es dem auch gar nicht so viel ausmacht, wenn er mal erwischt wird. So, jetzt ist da hinten bestimmt auch noch ein Hebel. So. Aua! Gut, dass wir einen Lebenstrank dabei haben. Aber auch hier gar nicht ganz so dramatisch. So, ganz galant. Ich habe mich nicht mal erwischen lassen. So, ich könnte ja sagen, weil ich das so gut kann. In Wirklichkeit war das jetzt wahrscheinlich mehr Glück als Verstand. So, und dann sind wir auch schon da. Also auch diese Prüfung hier ist jetzt nicht so der... Also der Akt 10 ist irgendwie an manchen Stellen ein bisschen... wenig. So, sage ich jetzt einfach mal. Also normalerweise müsste das der fieseste und der umfangreichste Akt sein überhaupt, der dann mit diesem fiesen Endboss irgendwie... Aber vielleicht ändern sie das nochmal oder es wird nochmal was ergänzt oder...
Ich bin sowieso gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da irgendwann nochmal ein, zwei Akte dazukommen. Naja, jedenfalls haben wir dann auch das Ossuarium abgeschlossen. Das heißt, wir dürfen jetzt wieder zum Lord. Wir haben hier an dieser Stelle alles. Da machen wir auch gleich, nehmen wir die Abkürzung über das Portal, wenn er uns lässt, ja. Geben die Belohnung ab, werden jetzt aber noch nicht zum Lord des Labyrinths reingehen. Zwei passive Korrekturpunkte. Ich wusste, es gibt was Schönes. Die kann man immer brauchen. Das ist ja, ich weiß nicht, wer ein Bildguide von mir zu dem gesehen hat, der weiß, wir brauchen nachher noch ein paar. Wir werden noch ein bisschen was wieder zurückschrauben hier. Das zeige ich euch noch. Soweit werden wir auf alle Fälle noch kommen, bevor das Let's Play endet. Und das sind natürlich auch so Punkte wie jetzt hier Agilität, wenn ich da irgendwann mal feststellen sollte, brauche ich doch nicht mehr, weil ich Items habe, die mir das geben, kann ich den wieder rausnehmen, anderweitig vergeben, gerade dann, wenn das nachher bei den hochstufigen Maps vielleicht ein bisschen dünner wird, die Luft, oder kann natürlich auch solche Widerstände dann wieder rausnehmen, wenn ich feststelle, ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Widerständen, ne? Ist aber alles eine Frage der Items auch, dann kann ich das über die Korrekturpunkte wieder rückgängig machen, kann die einfach sinnvoller vergeben. Ja, so. Mensch, das haben wir auch. Da bleibt nicht mehr viel, was wir noch machen müssen. Da müssen wir zum Schluss rein, da brauchen wir die Hörner. Und dafür müssen wir jetzt in die entweihten Kammern. Da haben wir ja auch so einen Endboss, mit dem wir uns ja schon mal mehr oder minder rumschlagen durften. Der, wie ich finde, ziemlich fies ist. Aber auch da so eine Geschichte, ich weiß nicht, je öfter ich den mache, umso leichter komme ich bei ihm durch. Weil das einfach auch wieder diese Geschichte ist, je öfter man sowas macht, nachher weiß man einfach auch, wie die reagieren, was sie tun, warum sie das tun. Der Lord, ne, allein der Lord, wie oft ich beim Lord gestorben bin am Anfang, in meiner Anfangszeit. Oh Gott. Leute, also ich kann euch sagen, wenn ihr Schiss vor dem Lord habt, weil ihr da immer sterbt, macht euch da nicht so viel Gedanken drüber. Das wird irgendwann weniger. Bis man so den Dreh raus hat, ne? Wie man gut mit ihm klarkommt, worauf man achten sollte. Ne, hat ja ewig gedauert, bis ich da mal so den Dreh raus hatte, dass ich eigentlich versuchen muss, immer von der einen Tür zur anderen zu laufen. Immer wieder hin und her, um einfach dem Lord aus dem Weg zu gehen und das Ganze dann entweder über meine Kreaturen oder über meine Totems zu machen. Ein bisschen herausfordernder war das dann plötzlich, als ich jetzt mit meinem Erdbebenschlechter da rein musste. Weil da konnte ich das natürlich nicht so einfach machen. Auch wenn ich da den altehrwürdigen Beschützer hatte, der mir da echt viel geholfen hat, muss ich dazu sagen. So, da war das aber im Prinzip, war das schon so, dass man dann aber irgendwann auch den Dreh raus war, da. Oh. So, wir machen hier mal ein Portal auf. Falls ich jetzt gleich sterben sollte, muss ich hier nicht nochmal durchlaufen. Seltsames Fass. Wenn ich mich irre, ist das so, dass die Biester hier immer größer werden, die da rauskommen. Ich glaube, so ein Ding habe ich schon mal aufgemacht. Ich weiß gar nicht, ob da noch was richtig Fieses rauskommt. War's das? Das war's. Da, schönes Fläschchen hier. So, normalerweise sollte man gerne, wenn man so ein Fläschchen verändern will, jetzt nicht so wie ich einfach drauf los, ne? Sondern man sollte erstmal die Qualität erhöhen, weil das natürlich ein weißes Item braucht weniger Sphären, um die Qualität zu verändern, als das jetzt ein blaues oder ein gelbes braucht. Deswegen hier mal so als Hinweis. So, das hat mir natürlich nichts gebracht. Habe ich das eigentlich schon mal gezeigt? Ich glaube ja, ne? Mal gucken. 40%, ne? Ob das reicht? Nein. Reicht nicht, um das so zu machen, wie ich das gerne hätte, aber ich mache das noch. Die ist gar nicht so schlecht, die Zweihand-Axt.
weil die 343 physischen Schaden, also die ist jetzt gar nicht so schlecht, wäre jetzt ganz interessant für meinen, für meinen Erdbebenschlechter, wäre die gar nicht so uninteressant gewesen. Wenn in Feuerschaden umgewandelt, das wäre wieder nicht so gut gewesen jetzt, weil der natürlich keinen Elementarschaden haben darf. So, gibt es irgendwann die Tage wahrscheinlich auch nochmal ein Bildguide drüber. Mal gucken, wann ich den fertig kriege. So, hier geht es irgendwie nicht weiter. Bin ich im Kreis gelaufen? So, mal ganz kurz geguckt. Ah, da oben hätte ich bestimmt lang gemusst. Da hätte ich lang gemusst. Kann ich hier durch? Weil ich glaube nicht, dass das da vorne am Anfang gewesen ist. Also müssen wir da oben durch. Wollen wir doch mal schauen hier, wo hier der böse, böse Endboss ist. Ich glaube, da ist auch schon, oder was? Nee. Aber ich glaube, wir haben das gar nicht mehr so weit. Wir sind nahe dran. Wir sind nahe dran. Ja, wir wollen hier gleich den Skillpunkt vergeben. So, und dann haben wir nämlich hier bald, also wenn wir bei Kitava reingehen, könnte ich mir vorstellen, mit ein bisschen Glück, sind wir, da haben wir da unser Leben komplett aufgebaut. So, und dann haben wir auch ein bisschen Chance. Also da werden wir uns bei Kitava, werden wir uns auch ein Portal aufbauen, nachher, wenn wir drin sind, damit wir vielleicht zwischendurch mal rausgehen können, wenn die Fläche mal leer sind. Wobei, 1, 2, 3 Tode darf man gerne haben bei Kitava. Das ist dann immer noch nicht schlimm. Frustrierend wird es natürlich, wenn das nachher so 12, 13 Tode sind. Also ich meine, erste Begegnung Kitava 2. Oh Gott, war das ein Trauerspiel. Ich weiß gar nicht, ob das einer von euch geguckt hat. Hat sich dran erinnert. Das war so fürchterlich. Ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich glaube, man konnte mir auch ein bisschen die Verzweiflung anmerken. Ich glaube, ich konnte das auch phasenweise nicht überspielen. Dabei ist ja gar nicht so schlimm, ne? Bloß es ist eben auch da, es sind einfach bestimmte Dinge, die muss man erstmal wissen, rausfinden. Ja, wo soll man sie auch wissen, wenn man das erste Mal reingeht, ne? Also von daher, also dieses Spiel ist schon, phasenweise ist es sehr interessant, es überrascht einen immer wieder. Das finde ich, eigentlich finde ich schön. So, das ist, das macht es eigentlich ja genau genommen auch so interessant. Hallo Elron. Der treibt sich auch immer rum. An Stellen. Alter Mann. So, der aber natürlich ganz gut alleine zurechtkommt, obwohl er da sein komisches Ding da nicht alleine verteidigen kann. Treibt er sich trotzdem hier in Gefilden rum, die echt gefährlich sind, ja. So, die würde ich natürlich gerne mitnehmen. Kann man immer brauchen. Oh, da ist noch ein Lebensfläschchen. Das können wir vielleicht noch ein bisschen zurecht basteln, bevor wir bei Kitava reinmarschieren. Oh, da war ein bisschen viel auf mal. So, wo ist denn jetzt auch mein Golem schon wieder? So, da ist das Heiligtum. Wir werden jetzt hier... einfach mal vorsichtig am Portal, weil wie gesagt, die Bosse werden immer, schon mal, ich vergesse es ja immer wieder, also ihr werdet das auch noch ganz oft feststellen im Verlauf dieses Let's Plays, dass ich das gerne vergesse. So, der ist übrigens nicht so schlimm wie der erste. Ne, das letzte Innocence das allererste Mal getroffen haben, war nicht schön. War nicht schön, war gar nicht schön quasi. War so richtig gar nicht schön. So, jetzt hier, das ist dagegen, ist das ja echt ein Zuckerschlecken gewesen. Dann müssen wir jetzt wieder zurück. Wo müssen wir eigentlich hin? Warte mal, hier, da müssen wir hin, die Docks. Und da müssen wir jetzt diesen Stock, hätte ich fast gesagt, müssen wir jetzt loswerden. So, bitteschön, so, und jetzt geht's eben los. Jetzt haben wir ihn befreit. Bannon war ein Mann, den ich sehr liebte. Schade für Bannon, gut für uns jetzt in dem Moment. Da, die können wir uns mal angucken. Mal gucken, ob die irgendwas Tolles kann. Diese Belohnung, die hören irgendwann auf, richtig gut zu sein. Da, 13 zu leben. Was soll ich damit, ne? Oder
in dem Fall, was sollt ihr damit? Oder 17% physischen Schaden auf Nahkampfangreifer zu reflektieren. Wir möchten ja gerne gar nicht, dass die an uns rankommen. Und ich glaube, dass die 17 physischen Schaden nachher auch nicht so der Reißer sind. Also können wir gleich wieder verkaufen. So, könnte man allerdings, der Vorteil wäre natürlich hier, wir haben dann Gegenstandsstufe von 66. Was man machen könnte, mal probieren könnte, wäre zu sagen, wir machen das mal. So, indem ich jetzt sage, ich nehme einfach mal alles weg. Dann werde ich die einfach mal hier ein bisschen aufpimpen. Und dann hauen wir mal eine neue rauf. Zack. So, die sieht eigentlich schon wieder interessanter aus. 10% erhöhter Energieschild ist nicht schlecht. 45 Kältewiderstand richtig gut. Richtig guter Chaoswiderstand ist schon gar nicht mal so schlecht. Ist nur leider kein Leben drauf. Leben kann man natürlich auch ein bisschen drauf craften, dann bei der Werkbank wieder. Und schon haben wir hier eigentlich eine ganz gute Basis. Dann können wir wieder versuchen, da zum Beispiel jetzt einen Sechslink draus zu machen. Man kann das auch. Man sollte natürlich nicht so viele von den Dingern verschwenden. Es wird in der Regel auch nicht besser unbedingt immer. 93 zum Maximum Leben. Dafür nicht so doll. Feuerwiderstand, Kältewiderstand. Kältewiderstand wäre sogar identisch. Feuerwiderstand ist schlechter. Dafür habe ich viel mehr an Leben. Richtig super. Die hat viel mehr Energieschild als meine jetzt. Auch super. So, und jetzt müssen wir halt nur noch versuchen, da eine richtig gute Rüstung draus zu bauen. Machen wir doch auch. So, achso, ich muss ja erstmal hier mit... kurz mit Innocence quatschen. So. Ja, so wie ich das sehe, gibt das bestimmt noch mindestens zwei Folgen. Also... wir lassen uns jetzt einfach mal die Zeit. Wir werden jetzt noch mal ein bisschen basteln. So. Dann wollen wir doch mal. Wir gehen jetzt mal hier. Ich würde mal sagen. Ich sag mal, die habt ihr vielleicht mit Glück gefunden. Vielleicht auch nicht. Dann lasst ihr das natürlich an der Stelle. Wir wollen aber mal schauen. So, da soll ja gerne doch ein Sechslink draus werden. Also basteln wir mal ein bisschen rum hier. Ach, er hat erst die anderen verbraucht. So, geht nicht mehr. Jetzt kann ich einfach hergehen, kann sagen, die packe ich mir jetzt einfach mal ins Inventar. So, also ich versuche das einfach mal ein bisschen so nachzustellen, ne? Wie das jetzt bei euch an der Stelle wäre auch. Die ist eben total... also die ist natürlich besser als diese hier, auf alle Fälle. Ich kann hier eben auch noch weitere Widerstände kann ich hier noch draufpacken. Also ich kann ja noch was drauflegen. Ist ja nicht so, dass ich da nichts mehr drauflegen kann. So, den Kram verkaufen wir jetzt mal. Ich brauche die nicht unbedingt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die was wert wären. Ist mir jetzt gerade auch Schnurz. So, dann können wir eben hier gucken. Die machen wir mal auch. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Ich sammle ja immer Flaschen mit Qualität ein, weil man die eben beim Händler natürlich verkaufen kann. Yes, what is it? So, die hat gleich, die hat schon 20% Qualität gehabt, deswegen gab das gleich eine. So, jetzt haben wir schon zwei. Mal gucken. Die verkaufen wir auch noch. Schaffen wir noch drei? Schaffen wir noch drei? Obwohl, ich wäre schön blöd, wenn ich die da jetzt verkaufen würde. Ja, dann lassen wir das. Die nehme ich jetzt wieder raus. Behalte einfach die beiden hier. Und dann können wir das natürlich auch mal mit der hier einfach mal probieren, die ich da liegen habe. Die habe ich natürlich wahrscheinlich mit irgendeinem anderen Char einfach mal gefunden. So, bringt mir natürlich jetzt hier nicht so viel. So, das macht man natürlich so. Die ist eigentlich schon fast perfekt. Nun bin ich natürlich so ein Schisser, was Blutungsschaden angeht. Deswegen bin ich ja immer auf der Suche nach Blutung. Ihr könnt das natürlich auch anders ausprobieren. Da, das ist genau das Fläschchen, was ich haben möchte. Das ist wieder diese verringerte Wiederherstellungsmenge, sofortige Wiederherstellung und immun gegen Blutung. Achso, die sind ja, die ist fertig. Die noch nicht, ah, jetzt wollte ich doch erst eigentlich, ne? Ah ja, Gott. Packen wir sie in die Kiste. Erstmal. So, aber im Prinzip ja nur mal gezeigt, ne, wie es funktioniert. Für diejenigen von euch, die es nicht wissen, da soll die soll hier mit rein. Genau, hier habe ich ja auch schon solche Fläschchen. Die sind ja sowieso viel besser. Das heißt, dann kann ich die hier eigentlich auch einfach verkaufen. Yes, what is it? Ja, verkaufen, 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 verkaufen. Ne, die wollte ich ja nicht verkaufen, die will ich noch behalten.
Das Ding brauche ich auch noch. Gürtel will ich auch verkaufen. Da war bestimmt Qualität drauf, ne? Raserei, da ist Qualität drauf. Die sammle ich auch, genauso wie die Fläschchen, sammle ich immer die Gemmen, weil das dann natürlich dieses Gemmenschneider-Prisma oder Prisma des Gemmenschneiders dafür bekommt. Deswegen sammle ich eigentlich immer diese Gemmen ein, die Qualität haben, und ich behalte immer die Fläschchen, die Qualität haben. Wobei, da hat man nachher auch eigentlich genug davon. Irgendwann mal so. Gut, die schmeißen wir jetzt hier rein. Ihr seht schon, ich habe ziemlich viele von den Dingern. Weil man auch da, man macht sich ja in der Regel irgendwann seine Fläschchen fertig. Ich habe mir das auch angewöhnt. Also gerade so bei den ersten mache ich das mit der Qualität zum Beispiel gar nicht, sondern nachher erst, wenn ich so ein bisschen so die Endfassung zusammen habe, dann werden die irgendwann, wenn es ein bisschen knackiger wird in den Maps, dann werden die mal aufgepimpt soweit. Ja, in diesem Sinne, ich denke mal, war wieder eine interessante Folge, fand ich. Wir sind relativ gut durchgekommen auch. Und ja, wir werden jetzt demnächst, wir werden in der nächsten Folge, denke ich mal, werden wir durch das Labyrinth des Lords laufen. Je nachdem, wie schnell wir durchkommen, könnte ich mir vorstellen, dass wir im Nachgang dann gleich Kitava machen. Wenn wir im Lords Labyrinth ein bisschen länger brauchen, was ich mir auch gut vorstellen könnte, ich bin ja sehr vorsichtig, bin ja ein Schisser, also ein bisschen steckt das noch in mir, dann machen wir da noch zwei Folgen draus. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Danach geht es dann in die Maps und da werden wir bestimmt noch ein paar Runden drehen. Das schaffe ich auf alle Fälle auch noch, also zumindest das Aufnehmen schaffe ich noch, bevor die neue Liga ankommt. Kann dann sein, dass da, bevor die neue Liga anfängt, kann dann natürlich sein, dass das vielleicht nach Ligabeginn ausgestrahlt wird. Lass uns einfach mal überraschen. Lassen wir einfach mal völlig frei auf uns zukommen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Wünsche, Anregungen, noch Fragen habt, was ich noch unbedingt mal zeigen soll, schreibt es mir bitte in die Kommentare. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.